Es ist sehr interessant für mich, die Bibel zu studieren. Und es ist wirklich eine sehr faszinierende Phase meines Lebens momentan. Und ich heiße Sie herzlich willkommen bei unserer Sendung. Ermutigen Sie Ihre Freunde, unsere Sendung zu sehen. Denn ich glaube tatsächlich, dass es einen Mangel an wahrer biblischer Lehre im Fernsehen gibt in der heutigen Zeit. Ich möchte Sie ermutigen, weil ich aus mehr Erfahrung spreche als die meisten anderen. Ich denke nicht, dass Sie viele Menschen finden in meinem Alter, schon gar nicht mit über 70 Jahren Erfahrung im aktiven Dienst, wie ich sie habe. Nun, ich möchte Sie heute auf den Philipperbrief hinweisen. Ich werde nicht alles ausschöpfen aus diesem Kapitel. Ich möchte beginnen bei Kapitel 3. In Kapitel 3 beginnt Paulus seinen Brief. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Ich glaube ganz generell, das ist ein großartiger Weg, eine Predigt zu beginnen. Aber dann fährt er fort, denn er präzisiert seine Aussage: Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Es ist mit anderen Worten eine Ermahnung, die er hier schreibt. Mir gefällt seine Sprache, wie es weitergeht. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Mit anderen Worten, die, die an eine unangebrachte Verstümmelung des Körpers glauben. Dann sagt er, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Das ist wirklich interessant, worauf sich das tatsächlich bezieht. Beschneidung ist nicht nur eine physische Sache, sondern es ist eine geistliche Angelegenheit, denn es war damals ein strittiges Thema in der Urgemeinde. Sollen die neuen Gläubigen jetzt beschnitten werden oder nicht? Und am Ende haben sie sich entschieden, nein, sie müssen sich nicht dem jüdischen Gesetz unterwerfen. Aber es gibt einen geistlichen Aspekt. Beschneidung steht dafür, dass man abgeschnitten ist von den Dingen der Welt, dass man keine Zuversicht mehr hat auf das Fleisch. Dann fährt er natürlich fort. Ich bin immer fasziniert davon, wie Paulus sich selbst beschreibt. Denn in Vers 4 sagt er: Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn er also spricht über das Fleisch, dann beginnt er damit, Menschen zu nennen, die sich aus geistlichen Gründen verstümmeln. Und dann sagt er, dass wir als Gläubige in Christus nicht wie die Juden beschnitten werden müssen am Fleisch. Und dann sagt er, wir sollten uns nicht auf unser eigenes Fleisch, unsere eigene fleischliche Position oder Erfahrung verlassen, als Zugang in das Reich Gottes. Deswegen sagt er das in Vers 4, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, es geht hier um die Errettung, auf fleischliche Werke vertrauen, um errettet zu werden. Das Problem mit der Religion oder Religiosität ist folgendes. Ich denke, Ihnen ist das genauso bewusst wie mir. Ich würde sagen 70%, aber das ist so aus dem Handgelenk, diese 70%. 70% aller religiöser Handlungen haben nichts mit Glauben an Gott zu tun. Es sind einfach bestimmte Handlungen, wie das Anzünden von Kerzen. Und das soll dann als Gebet gelten. Ich zünde keine Kerze an zum Gebet. Das Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Zu viele der religiösen Aktionen sind Rituale, denen man folgt. Man zieht gewisse Roben an, bestimmte hübsche Roben.
Ein zu großer Teil des sogenannten Christentums besteht im Folgen bestimmter Rituale oder in der Wiederholung bestimmter Gebete. Das ist nicht der Inhalt und das Wesen wahren Glaubens an Gott. Es ist eine geistliche Erfahrung. Wie beschreibt das Paulus? Als ein Jude bin ich am achten Tag beschnitten worden. Ich bin aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer. Und dann fährt er fort und sagt, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, was das jüdische Gesetz, das religiöse Gesetz erforderte, sagt Paulus, bin ich untadelig gewesen. Nun wissen Sie, das ist sehr interessant, wenn ich mein eigenes Leben, meinen Hintergrund anschaue, nicht ganz gleich, aber auf eine Art schon gleich, wenn ich zurückschaue, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Mein Vater hat sich bekehrt in der Walliser Erweckung. Er war einmal ein Organist in der Baptistengemeinde und dann hat er sich bekehrt in der Walliser Erweckung und er hat den Heiligen Geist empfangen nach einiger Zeit. Er war im Ersten Weltkrieg, als er zurückkam, wurde er einer der frühen Pastoren. Mein Vater ist ein Mitglied der ersten Pfingstgemeinde von Großbritannien. Und dann, innerhalb von sehr kurzer Zeit, hat er die Hauptverantwortung bekommen über viele neue Pfingstgemeinden, die in Schottland entstanden, wo er auch John Jeffreys traf, der berühmteste Heilungsevangelist in Großbritannien war. Und John Jeffreys hat meinen Vater nach London eingeladen und dann haben sie gemeinsam dort eine neue Pfingstgemeinde gegründet. Das ist mein Hintergrund. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin dem Herrn geweiht worden als Baby von George Jeffreys. Meine Mutter sagte, ich bin Sonntag um 11 geboren worden, da war noch genug Zeit, zum Gottesdienst zu gehen. Also, wenn ich mein Leben so anschaue, dann ähnelt es Paulus ein wenig. Aus menschlicher Sicht ging ich auch zur Kirche eben und ich glaubte an Gott und ich betete an. Aber dennoch ist die Sache die, ich brauchte eine ganz persönliche Erfahrung mit Christus. Und Sie wissen, was ich erlebt habe. Ich war 8 Jahre alt, als ich Jesus Christus annahm. Das war eine ganz persönliche Erfahrung. Ich habe damals kein Abendmahl genommen. Das wollte mein Vater nicht, bis ich 12 Jahre alt war. Ich bin dann in Wasser getauft worden und dann nahm ich das Abendmahl. Ich hatte eine sehr starke, robuste christliche Erziehung zu Hause. Aber Paulus fasst das alles zusammen in Vers 7, wo er sagt, aber was mir aus weltlicher Perspektive ein Gewinn war, mir eine Position verliehen hat, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet, als nichts erachtet, damit ich Christus finde. Und genauso ist es bei mir. Ich bin nicht an dem Punkt, an dem ich bin, und ich bin nicht deswegen 70 Jahre ein Evangelist, nur aufgrund meines christlichen Hintergrunds, sondern aufgrund einer ganz persönlichen Erfahrung mit Jesus Christus. Mit 8 Jahren konnte ich nicht schlafen, weil ich wusste, wenn ich Christus nicht annehmen würde, würde ich in die Hölle kommen. Ich ging aus meinem Bett raus und kniete mich neben mein Bett und sagte, oh Gott, bitte vergib mir. Und von dem Augenblick an war es eine Frage des Wachstums,
In der Erkenntnis, als ich 12 war, sagte ich meinem Vater, ich muss mich taufen lassen. Ich wurde in Wasser getauft. Und damals, als ich dann 13 war, brauchte ich den Heiligen Geist, wurde ich im Heiligen Geist getauft. Von Anfang an wusste ich, ich habe nur einen Sinn und Zweck im Leben. Ich habe nicht einmal nachgedacht über irgendwelche Karrieren oder dies und jenes, obwohl, wie Sie wissen, habe ich im Bankwesen gearbeitet, in einer Bank in London, um meine Bibelschulgelder zu bezahlen. Mein ganzes Leben lang habe ich mich auf die Aufgabe konzentriert, die ich vor Augen hatte. Das ging so weit, als ich dann 17 war und ich arbeitete in der Stadt und ich war einmal so unter Druck innerlich. Manchmal lachen Menschen darüber, weil ich betete in der Bank früher. Der einzige Ort, wo ich absolute Ruhe hatte und alleine sein konnte, war, dass ich die Schlüssel zu dem großen Safe bekam, wo das ganze Geld lagerte. In meiner Pause ging ich runter und schloss mich dort ein und betete. Eins der Dinge, die ich so dringlich betete in meinem Herzen, war: Oh Gott, warte auf mich. Ich komme. Warte, ich komme. Und gib meine Aufgabe keinem anderen. Ich möchte, dass Sie verstehen, in diesen prägenden Jahren gab es einfach keinen anderen Sinn und Zweck für mein Leben. Deswegen, als ich in der Bibelschule war, war ich immer noch in dieser heiligen Verzweiflung in meinem Herzen und sie gaben mir eine Gemeinde, die ich übernehmen sollte. Ja, als ich 18 war, war ich Pastor einer Gemeinde. Und innerhalb von 2 Monaten meiner Pastorenschaft dort gab es Ferien. Ich besorgte mir ein Zelt und ich begann zu evangelisieren. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So wie Paulus, es war einfach in mir oder es war ich. Es war authentisch. Also verstehe ich Paulus. Und jetzt, während ich vor Ihnen stehe, mit fast 90 Jahren und mit 72 Jahren Erfahrung im Dienst hinter mir, das ist nichts. Das ist nichts. Ich bin schlicht und ergreifend errettet durch Jesus Christus. Ich werde nicht in den Himmel kommen aufgrund meiner guten Werke oder aufgrund meiner schlechten Werke. Ich komme in den Himmel aufgrund der Gnade Gottes. Damit beginnt er. Und dann fährt er fort, ziemlich ausführlich in Vers 8, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für nichts als Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich bin so beeindruckt von Paulus, weil er am Ende seines Lebens sagt, damit ich in ihm erfunden werde, Errettung und ewiges Leben habe. Mit anderen Worten, ihm war sein Leben lang bewusst, dass das, was er tat, obwohl er so ein kraftvoller Evangelist war, Gemeinden gründete, einer der Hauptleiter der Urgemeinde war, obwohl all das Realität war, hat das ihm alles nichts gegolten. Alles, was er hatte, alles, was er war, war in Christus, damit er in ihm erfunden wird, damit er Christus gewinnt. Und er fährt fort, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und er kommt zu diesem Wort Gerechtigkeit, was einfach nur bedeutet, mit Gott im Reinen zu sein. Und das im Reinen sein oder die Gerechtigkeit, die wir haben, kommt nur zustande durch Christus. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, und ich habe natürlich das Vorrecht, in meinem Alter zurückzuschauen, liegt es nicht an dem, was ich getan habe, sondern an der Tatsache, wer Christus ist. Christus ist in mir, er ist alles für mich. Christus ist alles. Ich gebe mein Leben für Christus. Selbst jetzt, und Sie wissen, ich war im Gefängnis,
Ich bin durch Wunder Gottes geheilt worden, ich habe Kriege durchgemacht und alles. Aber die Hauptsache ist, Jesus Christus zu gewinnen, meine Gerechtigkeit in ihm zu haben. Oh, Paulus bringt das so wunderbar zum Ausdruck. Nur durch Glauben. Aber dann geht es weiter in Vers 10. Und ich liebe den Vers 10, er ist angestrichen in meiner Bibel, um ihn zu erkennen. Wissen Sie, das ist die Freude meines Lebens, Jesus zu kennen, zu erkennen, nicht etwas über ihn zu wissen, sondern ihn persönlich zu kennen, als Person, als Sohn Gottes und die Kraft seiner Auferstehung. Wir glauben in ein Leben nach dem Tod. Wir wissen, es gibt ein Leben nach dem Tod, einfach weil Jesus von den Toten auferweckt wurde. Die Bibel beschreibt ihn als die Erstlingsfrucht. Mit anderen Worten, Gott hat die Auferstehung demonstriert, indem er seinen eigenen Sohn von den Toten auferweckt hat. Es ging nicht nur darum, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, sondern die Tatsache steht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz gekreuzigt wurde, aber am dritten Tag kam er aus der Gruft, war lebendig. Das ist die Kraft des Wunders. Dass er eine solche Kraft in seiner Auferstehung erlebt hat. Und diese Kraft ist in uns. Was auch immer Menschen tun werden mit meinem Körper, mit ihrem Körper, dieser Körper wird auferstehen. Aus diesem Grund musste ich auf das Grab meiner Frau, als sie vor 8 Jahren starb, schreiben lassen, in meinem Fleisch werde ich Gott sehen. Denn hier geht es nicht nur um etwas Geistliches, hier geht es um etwas sehr Körperliches. Ich werde Gott im Fleisch sehen. Denn mein Körper wird von den Toten aus dem Grab auferweckt werden. David Hathaway wird aus dem Grab auferweckt werden. Meine Frau wird aus dem Grab auferweckt werden. Meine Eltern werden aus dem Grab auferweckt werden. Wir alle werden aus den Gräbern auferweckt werden. Und die Bibel macht das sehr deutlich. Sagt einfach, die Gräber werden geöffnet werden. Wir werden die Menschen sehen. Wir werden sehen, wie sie aus den Gräbern hervorkommen. Sie müssen verstehen, was das ewige Leben ist und was die Auferstehung bedeutet. Es ist nicht nur eine geistliche Angelegenheit. Wir werden in einer Traumwelt sein, im Himmel, irgendwo auf den Wolken umherschweben und Engelsflügel haben. Nein, wir werden von den Toten auferstehen. So wie wir waren. Wir werden erkennbar sein, ich kann Ihnen das beweisen. Denn wenn Sie schauen, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, wen haben die Jünger mit ihm zusammen gesehen? Mose und Elia. Und ich möchte, dass Sie verstehen, als Jesus von den Toten auferstand, wer war es? Es war der physische Körper von Jesus. Denken Sie daran, alle Jünger glaubten das, aber Thomas und ich liebe ihn dafür. Er sagte, wie kann ich das glauben, dass du der Jesus bist, mit dem wir diese ganze Zeit verbracht haben, diese ganzen Jahre? Und er sagte ihm, strecke deine Hand aus und leg deinen Finger in meine Wunden. Also der Jesus, der aus dem Grab auferweckt wurde, trug immer noch die Zeichen des Speers in der Seite und der Nägelmale in seinen Händen und Füßen. Es war also eindeutig der physische Leib Jesu. Und deswegen sagt Paulus, ich möchte diese Kraft kennen, denn ich möchte von den Toten auferweckt werden. Und wissen Sie, die Freude meines Lebens ist nicht, dass ich jetzt fast 90 Jahre lebe oder dass ich vielleicht 100 oder 120 Jahre alt werde. Jemand hat den Witz gemacht, wenn ich 120 Jahre alt werde, dann benenne ich mich um von Mose in Noah. Das ist nur ein Witz. Tatsache ist, ich glaube an eine buchstäbliche physische Auferweckung, Auferstehung. Aber bei mir ist das so, dass mein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist. Alles geschieht aus Glauben an Christus, damit ich das erfahren kann. Wie Paulus sagt, und das ist das,
worauf ich vor kurzem anspielte, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, dass wir also den Tod in einer Weise erfahren, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Die gesamte Erfahrung von Paulus, er ist hier kein junger Mann mehr, er ist nicht mehr jung, er sagt, alle Erfahrung hat einen Fokus, damit ich in der Lage bin, nicht den Schmerz und das Leid in diesem physischen Körper zu erleben. Übrigens, der Auferstehungsleib wird nicht verkrüppelt sein, er wird keine Schmerzen haben, er wird nicht verkrüppelt sein, die Blinden werden sehen, die Krüppel werden laufen im Reich Gottes. Das kann ich Ihnen versichern. Genau das wollen wir einfach erleben, diese Auferstehung. Und dann fährt er fort in Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Er gebraucht ja ein Wort, das besagt, dass er noch nicht vollkommen ist, aber ich jage danach, dass ich auch ergreife, im Glauben ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Dieses ewige Leben, diese ewige Errettung, das bringt mich wieder auf das Hauptthema der Botschaft von Jesus. Das Hauptthema der Botschaft von Jesus war nicht nur die Sündenvergebung. Natürlich war es ein zentrales Thema, aber es ging nicht nur um die Sündenvergebung. Ich bin ziemlich schockiert, wenn ich mir in den Evangelien die Geschichten von Jesus anschaue. Das Hauptthema der Botschaft von Jesus war das Reich Gottes, die Zukunft, die Auferstehung. Und deswegen war Jesus wirklich darauf vorbereitet, zu leiden und zu sterben am Kreuz, weil er wusste, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es eine Auferstehung gibt, die auf ihn wartet. Er wusste, dass er von den Toten auferstehen würde. Er wusste, dass er ewiges Leben empfangen und nie sterben würde. Können Sie sich vorstellen? Wir können einfach nicht sterben. Dieses ewige Leben bedeutet, es hört nicht auf, es geht in die Ewigkeit auf, bis wir völlig aufgehen in Gott. Ich spare mir jetzt die Details. Wir werden völlig aufgehen in Gott als die Braut Christi. Und dann fährt er fort in Vers 13. Ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Also, umso näher Paulus dem Tode war, umso mehr hat er vergessen, was vorher war. Sein gesamtes Leben, er hat bereits gesehen und angefangen zu leben in diesem ewigen Leben. Ich möchte jetzt, dass Ihnen, wenn Sie mir jetzt zuhören, dass Ihnen klar wird, ob Sie jetzt Leiden, Schmerzen haben oder der Tod bevorsteht, das ist nur eine Vorausschau auf die Ewigkeit. Wir freuen uns auf die Auferstehung und auf das neue Leben in Christus. Ich möchte die Dinge vergessen, die einmal waren. Ich möchte darüber nicht weiter sprechen. Wissen Sie, es ist zu einfach für alte Männer, über die Vergangenheit zu sprechen, aber ich bin jung genug, um über die Zukunft zu sprechen. Wenn Sie mit mir länger sprechen, werde ich Ihnen sagen, woraus die Zukunft bestehen wird. Ich sage es Ihnen jetzt. Ich werde in ein neues Missionsfeld hineingehen, in Asien. Ich werde wieder zurückgehen in die Ukraine. Ich werde zurückgehen in die Ukraine in diesem Jahr und dort genau den Sieg feiern in der Ukraine. Und ich freue mich darauf zu evangelisieren, denn ich glaube, dass das Größte nicht hinter mir liegt, sondern das Größte liegt vor mir. Und dessen bin ich mir sehr, sehr sicher. Und er fährt fort und sagt, und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Genau das tue ich auch. Wissen Sie, Paulus beschreibt es als einen Wettlauf. Und man bekommt einen Preis, wenn man den Lauf vollendet. Und was wir tun müssen, wir müssen unseren Lauf vollenden, wir müssen treu sein, wir dürfen nicht aufgeben, wir dürfen nicht irgendwie müde zusammenklappen, wir müssen unseren Lauf vollenden, was immer es ist, was Gott dir gegeben hat, Ihnen gegeben hat. Tun Sie es weiterhin, bis Sie sterben oder bis Jesus wiederkommt. Kommen Sie. Es geht weiter. Es geht darum, weiterzumachen und den Lauf zu vollenden. Es ist ein Witz unter Eheleuten, dass normalerweise den Ehemännern vorgeworfen wird, dass sie eine Arbeit beginnen, aber nicht fertig machen.
Naja, das ist nicht unsere geistliche Erfahrung. Ich bin entschlossen, ich habe einen Lauf begonnen, ich laufe diesen Lauf auf Christus hin und ich werde nicht aufgeben, bis ich den Preis bekomme. Und der Preis, der Lohn ist das ewige Leben. Das ist der Lohn. Freiheit von Krankheit, Freiheit von Schmerz. Oh, wie wunderbar. Das ist das ewige Leben mit Jesus. Leben im Paradies, im Himmel. Leben in der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir nur wüssten, welche Herrlichkeit und welcher Segen uns gehört. Also wiederhole ich die Worte des Paulus. Schauen Sie nicht auf das, was Sie erreicht haben, schauen Sie nur auf Jesus. Unsere Errettung ist nur in Jesus und besteht nicht aus religiösen Ritualen. Ich bin so traurig, wenn ich Menschen anschaue, deren Leben von religiösen Ritualen geprägt ist. Ich bin nicht religiös. Ich hasse Religiosität. Ich liebe Jesus. Er ist meine Hoffnung. Er ist meine Herrlichkeit. Und ich werde Sie treffen im Reich Gottes. Kommen Sie. Wenn Sie auf Jesus vertrauen, so wie ich, dann werden wir uns begegnen und gemeinsam im Reich Gottes sein im Himmel. Ich freue mich auf diese Begegnung. Gott segne Sie. Es ist gut, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, zu Ihnen zu sprechen, denn in unserem Dienst brauchen wir Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung im Gebet. Ich werde das ganz direkt sagen, ohne Gebet können wir nichts erreichen. Ich habe das in meinem Leben gelernt und ich weiß, ich bin so dankbar, weil ich mich verlassen kann auf Ihre Gebetsunterstützung. Wir haben auch eine große finanzielle Not, denn aufgrund der Covid-Schwierigkeiten sind unsere Einkünfte zurückgegangen, aber wir brauchen mehr, denn was tatsächlich jetzt passiert ist, all diese Veranstaltungen, die aufgeschoben worden sind aus dem Jahr 2020, müssen 2021 und 2022 nachgeholt werden. Mit anderen Worten, um aufzuholen, müssen wir doppelt so viel tun und wir werden das doppelte Einkommen brauchen. Bitte helfen Sie uns. Sie wissen, was wir tun. Unsere Arbeit wird fortgesetzt in Israel, in Polen, in der Ukraine und in Zentralasien. Gott hat uns eine brennende Leidenschaft gegeben. Abgesehen von der Weissagung, die ich Ihnen noch mitteilen werde, dies ist die praktische Seite. Bitte helfen Sie uns. Bitte spenden Sie etwas und spenden Sie mit einer aufopferungsvollen Haltung, denn wir müssen nicht nur das Defizit vom letzten Jahr wieder hereinholen, wir brauchen eine doppelte Portion. Kommen Sie, eine doppelte Portion für 2022. Dankeschön.